Unsere zeitungsmachenden Kollegen in unseren Nachbarländern haben wieder erschreckende Unkreativität dabei bewiesen, deutsche Politiker durch den Kakao zu ziehen. Hier haben wir den jüngsten Fall von Herrn Steinbrück in einer Schweizer Zeitung als Nazi. Wir hatten auch schon Angela Merkel als Nazi in Polen, Erika Steinbach als SS-Offizierin auf Gerhard Schröder reitend. Dabei gäbe es doch so viel mehr, mit dem man uns durch den Kakao ziehen könnte. Also pass auf, der absolute Hammerwitz. Angela Merkel und Peer Steinbrück laufen durch eine Straße, also durch eine Innenstadt, kommen dann durch so eine Einkaufsbummelstraße und laufen an einem Schaufenster vorbei und Angela Merkel sagt, guck dir das an, Socken für 10 Euro, ein Mantel für 20 Euro, eine Hose für 15 Euro, das ist doch mal das Ergebnis unserer Wirtschaftspolitik. Und Peer Steinbrück sagt dann ganz cool, meine liebe Frau Kanzlerin, das ist leider eine Reinigung. Tschüss. Mal gucken, woran das gesehen.